Du willst Schmerzen beim Zeichnen vermeiden und langfristig gesund deiner Leidenschaft nachgehen? In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps für eine bessere Körperhaltung beim Zeichnen, mit denen du genau das tun kannst. Hi, ich bin Sandra, the Coaching Artist und Gründerin der S Art School. Ich helfe dir, dein volles kreatives Potenzial zu entfalten. Und heute möchte ich dafür explizit einmal über das Thema Ergonomie mit dir sprechen. Sprich, wie du deinen Zeichenplatz einrichten kannst, damit du nicht nur besser zeichnen kannst, sondern dies vor allen Dingen auch in einer besseren Haltung tun kannst, ja, sodass du eben langfristig Probleme durch eine falsche Haltung vermeidest und so lange wie möglich gesund deiner Leidenschaft nachgehen kannst. Ergonomie ist natürlich ein super umfangreiches Thema. Dabei spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Ja, zum Beispiel beginnt es dabei, wie ist dein Licht eingestellt? Wie ist dein Raumklima? Ja, sogar wie ist dein Stift aufgebaut? Welche Zeichenhaltung nutzt du? Und. Ja, aber dazu habe ich bereits teilweise Beiträge verfasst, weshalb heute der Fokus auf der dritten Art der Haltung liegen soll, nämlich der Körperhaltung, die wohl den größten Einfluss auf deine Ergonomie beim Zeichnen hat. Und das ist sowohl übertragbar einerseits auf das Digitale, aber auch auf das traditionelle Zeichnen. Also egal, wie du unterwegs bist, du wirst von diesen Tipps profitieren. Also, lass uns direkt einmal mit dem ersten Tipp anfangen. Mein erster Tipp für dich bezieht sich auf deine Zeichenfläche an sich. Sprich, du solltest dir unbedingt eine vertikale Zeichenfläche zulegen oder, wenn du sie bereits hast, richtig einstellen. Vertikal bedeutet, dass du aufrecht sitzend, ohne dich über die Zeichenfläche beugen zu müssen, darauf zeichnen kannst. Was nämlich bereits viel ergonomischer ist als der Standard, den die meisten nutzen. Denn in der Regel zeichnen die meisten horizontal, was aber eigentlich nur selten notwendig ist. Das heißt, die meisten arbeiten stark übergebeugt über einer Zeichenfläche, was natürlich von Natur aus zu einer schlechten Haltung mit buckligen Rücken, verkrampften Nacken und anderen Wehwehchen führt. Also, zeichne von nun an präferiert in einer vertikalen Position. Das bedeutet für traditionelle Zeichner, dass du nicht einfach auf einen normalen Tisch arbeitest, sondern bevorzugt an einer Staffelei nach deiner Wahl. Ja, Staffeleien sind nicht nur etwas für Maler. Und zum Beispiel eine Tischstaffelei kannst du super auf deinem Schreibtisch installieren und dann daran vertikal zeichnen. Über die verschiedenen Typen und deren Vor- und Nachteile habe ich übrigens ebenfalls bereits ein YouTube-Video gemacht, sodass du dich besser entscheiden kannst. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Stelle in jedem Fall, egal für welche Staffelei du dich dann entschieden hast, diese so auf, dass die Zeichenfläche darauf etwa bei deiner Augenlinie beginnt. Beziehungsweise, dass für die Mitte der Zeichnung, die du darauf anbringst, dass du dafür deinen Kopf nicht zu stark beugen musst. Gegebenenfalls kann die oberste Kante auch etwas höher liegen, je nach Format. Ja, gerade bei Hochformaten kann die Augenlinie auch etwas weiter unten auf der Zeichenfläche da beginnen. Die Grundregel lautet einfach, du solltest möglichst aufrecht daran sitzen können an der Staffelei, ja, ohne dass du dich zu stark vor- oder zurückbeugst. Digitale Zeichner haben es in der Regel leichter, zumindest wenn sie ein Stift-Tablet verwenden, weil du da eben nicht auf die Tabletfläche selbst schaust, sondern auf den Monitor davor. Ja, und das bedingt einfach automatisch, dass du vertikal zeichnest. So, und da solltest du dann aber eher darauf schauen, dass dein Monitor korrekt justiert ist. Ja, ungefähr eine Armlänge entfernt und auch hier dieselbe Regel, dass die Augenlinie mit der obersten Kante hier in diesem Fall des Monitors abschließen sollte.
und dass du einfach generell aufrecht, entspannt sitzen kannst, ohne verspannten Nacken und dergleichen. Bei Display-Tablets hingegen ist es schon etwas schwieriger, aber auch nicht unmöglich. Im Prinzip gelten hier ähnliche Regeln wie beim traditionellen Zeichnen. Das Ding ist, die meisten Tablet-Ständer, die oft zu den Tablets dazukommen, die sind nicht wirklich zu gebrauchen. Ja, die sind viel zu niedrig oder generell einfach zu schlecht einzustellen. Denn wie ich gerade sagte, du solltest hierbei den gleichen Regeln wie beim traditionellen Zeichnen folgen, sprich, dass du dein Tablet etwa auf Augenlinie hochbekommst. Ja, und da scheiden einfach sehr viele Modelle schon aus. Für iPad-Zeichner habe ich ebenfalls bereits einen speziellen Test gemacht und meine Empfehlungen in einem Video geteilt. Den Link auch hierzu findest du in der Beschreibung. Gegebenenfalls kannst du aber auch einfach selbst einen Ständer basteln. Ja, ich habe lange Zeit zum Beispiel einfach auf Kartons gezeichnet, beziehungsweise über sehr feste Kartons natürlich, mir eine Erhöhung gebaut, darauf dann ein Brett gelegt und da mein Tablet oder meine Staffelei, was auch immer, da dann positioniert. Da ich auch relativ groß bin, ja, gab es sowieso nicht wirklich was Passendes und das hat tatsächlich sehr lange funktioniert. Es sah vielleicht nicht unbedingt hübsch aus und es war auch etwas umständlich, das immer erst aufzustellen, aber ja, if it works, it ain't stupid. So, wenn du also kein Geld hast oder keine andere Möglichkeit, dann kannst du natürlich auch erstmal so starten. Ja, das ist immer noch besser für deine Gesundheit, als wenn du verkrampft hier übergebeugt über dem Tablet zeichnest. Mein zweiter Tipp für mehr Ergonomie beim Zeichnen bezieht sich direkt auf deine Körperhaltung. Nämlich befolge die 90-Grad-Regel. Denn es gibt super viele Empfehlungen, wie du welches Körperteil im Sitzen positionieren solltest, aber wenn du dir nur eine wirklich merken solltest und kannst, dann würde ich dir diese empfehlen. Ganz konkret bezieht sie sich auf den Winkel zwischen deinen Armen und Beinen, die beide jeweils im 90-Grad-Winkel angeordnet sein sollten. Sprich, deine Oberschenkel sollten zu deinen Unterschenkeln im 90-Grad-Winkel beim Sitzen angewinkelt sein und deine Arme, also Ober- und Unterarme, im 90-Grad-Winkel natürlich dann entgegengesetzt. Wenn du traditionell an einer Staffelei oder digital an einem Display-Tablet arbeitest, dann kann dieser Winkel gedreht und natürlich auch etwas kleiner sein. Aber er sollte dennoch nicht zu stark davon abweichen. Denn damit ist einfach deine Körperlast gleichmäßig verteilt und du sitzt stabil. Wie gesagt, es gibt generell noch zig andere Abstands-, Winkel- und Positionsregeln bzw. Empfehlungen. Das soll hier erstmal nur ein kleiner Anfang, ein kleiner erster Tipp gewesen sein, damit du dich auch nicht direkt überforderst. Und das ist, denke ich, eine Sache, auf die du gut schon einmal achten kannst. Wenn du aber wirklich mehr dazu erfahren möchtest und explizit eben für das Zeichnen dich besser einrichten möchtest, dann schau dir unbedingt einmal den Sponsor dieses Videos an. Die S Art School. Meine Online-Schule für digitale Künstler und die, die es werden wollen. Und in der Kursreihe Zeichnen lernen mit der S-Methode gehe ich nämlich auf diese eben erwähnten ergonomischen Aspekte noch viel detaillierter ein. Du erhältst klare Anleitungen zum richtigen Sitzen und natürlich viele gut strukturierte Schritt-für-Schritt-Erklärungen, damit du wirklich zeichnen lernst. Und das Tolle ist, du kannst das Ganze kostenlos testen, nämlich über meinen Zeichner-Kit-Online-Kurs. Dein Startpaket für deine Reise zum Zeichnen lernen. Registriere dich dafür einfach in meinem Newsletter und erstelle ein kostenloses Konto bei der S Art School. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Aber nun zurück zum Video. Mein dritter Tipp für mehr Ergonomie beim Zeichnen lautet: Variiere deine Haltungen. Zeichne am besten nicht nur im Sitzen, sondern auch im Stehen und wechsle immer wieder zwischen diesen Haltungen ab.
Oder auch, wenn du dennoch primär horizontal zeichnest, switche bitte unbedingt immer wieder in die vertikale Position. Denn gerade beim Zeichnen verharren wir oft viel zu lange in ein und derselben Position, wenn wir konzentriert eine Zeichnung erstellen. Aber zahlreiche Studien bestätigen, wie stark krank Sitzen machen kann und wie oft es einfach wie Gift für den Körper wirkt. Ja, wirklich zahlreiche Krankheiten lassen sich allein darauf zurückführen. Unser Körper benötigt Bewegung und eine andere Position, sonst rostet er wie eine stillgelegte Maschine. Aber jetzt vom Sitzen lediglich in das Stehen überzuwechseln und nur noch stehen zu zeichnen sozusagen, das wäre auch nicht die Lösung. Ja, weil dann würdest du deinen Körper auch wieder nur einseitig belasten und für manche Dinge benötigst du auch einfach das Sitzen, um konzentriert bestimmte Dinge mit mehr Körpergewicht zeichnen zu können. Aber eine Kombination dieser beiden Dinge, Sitzen und Stehen, käme der idealen Lösung dann schon näher. Eben durch diese Abwechslung. Ja, also versuche beides wirklich zu kombinieren, indem du nicht nur das eine oder das andere machst, sondern von diesen Positionen hin und her wechselst. Traditionell bedeutet das, dass du am besten an einer Staffelei im Stehen arbeiten kannst. Vielleicht richtest du dir dafür einen extra Arbeitsplatz ein oder hast vielleicht sogar einen Tisch, auf den du eine erhöhte Staffelei positionieren kannst, sodass du dabei sowohl von dem Sitzenden als auch von dem stehenden Zeichnen profitieren kannst. Digital hingegen würde ein höhenverstellbarer Tisch am meisten Sinn machen. Denn Stift-Tablets kannst du einfach darauf legen und dann je nach Höhe sowohl im Sitzen als auch Stehen arbeiten, ohne großartig irgendetwas umzuräumen. Bei Display-Tablets wäre dann zusätzlich nur noch, wie gesagt, ein guter Ständer notwendig, um das Grafiktablett gut zu positionieren. Oder du nutzt generell irgendeine andere Möglichkeit, um deine Zeichenfläche, also dein Tablet, für das digitale Zeichnen zu erhöhen. Bei mir zum Beispiel passt gar kein kompletter Tisch, den ich von der Höhe her verstellen kann, in mein Arbeitszimmer. Ja, daher habe ich mir eine Tischerhöhung für einen Teil meines Tisches besorgt, der gerade so unter meine Dachschräge passt. Und daran kann ich aber sowohl traditionell als auch digital gut zeichnen. Ja, ich fühle mich da nicht eingeschränkt, sondern ich bin einfach mit der Ausgangssituation, die ich hatte, mit der bin ich umgegangen und habe eine Lösung gefunden. Und ich denke, es findet sich immer irgendein Weg. Man muss nur bereit sein, danach zu suchen und dann entsprechend auch die Lösung umzusetzen. Und hier noch ein kleiner Zusatztipp. Denn in der Regel, wie eben gesagt, stehen ja solche Möglichkeiten der Erhöhung deiner Zeichenfläche zur Verfügung oder sind leicht umzusetzen. Das größere Problem liegt meiner Meinung nach dann eher darin, diese Möglichkeiten auch tatsächlich zu nutzen. Das heißt, es muss auch erst einmal zur Gewohnheit gemacht werden, tatsächlich diese Position dann auch zu ändern. Und das Schwierige dabei ist, dass man eben jedes Mal, wenn man die Position wechseln will, ja seinen eigenen Flow, in dem man gerade ist, den Zeichenflow, unterbrechen muss. So, und das geschieht oft nicht automatisch. Ja, man ist ja dann irgendwie stundenlang, kann man in einer Zeichnung versinken, wenn man die Zeit dafür hat. Und da achtet man dann in der Regel nicht mehr so auf die Zeit, was nicht so gut für die Haltung ist. Deswegen meine Empfehlung für dich: Richte dir am besten einen Timer ein, ja, der quasi dir diesen Denkprozess abnimmt, der dich automatisch daran erinnert, dass du gerade schon zu lange in einer Position warst oder dass du das Maximum dafür erreicht hast und nun eben in die andere Position sitzen oder stehen wechseln solltest. Als Richtwert kannst du dir Minimum 30 Minuten bis eine Stunde, ansonsten nicht länger als 2 bis 3 Stunden merken, in denen du in derselben Position verharren kannst. Und entsprechend solltest du deinen Timer dann auch auf diese 1 bis 3 Stunden stellen. Und nach Ablauf der Zeit wirst du dann erinnert,
Du musst nicht mehr selbst daran denken, wie gesagt, und kannst dann die Position wechseln. Ja, das kann am Anfang etwas schwer fallen und es kann auch etwas nervig sein, wenn man, wie gesagt, gerade im kreativen Flow ist. Aber deine Gesundheit wird es dir einfach langfristig danken und mit der Zeit, das kann ich dir auch schon sagen, wirst du dich daran gewöhnen. Ja, ich würde sogar behaupten, dass ich heute mit dieser Timer-Geschichte, da kommt später auch nochmal ein kleiner Zusatztipp, dass ich da viel produktiver heute zeichne und generell auch arbeite. Und da ich da auch öfters gefragt werde, welche App ich denn dafür benutze, im Prinzip brauchst du für den Anfang gar keine App. Ja, du kannst dir einfach die Stoppuhr auf deinem Handy oder auf deinem Rechner dazu nutze machen und einfach 60 Minuten oder eben das entsprechende Intervall einstellen, dann hat sich das. Ja? Wenn du dann etwas more advanced gehen willst, dann kann ich dir die Be Focused App empfehlen. Die nutze ich nämlich aktuell schon seit vielen Jahren und die basiert auf der Pomodoro-Technik. Aber das erstmal nur dazu. Generell gilt, variiere deine Körperhaltung beim Zeichnen so oft wie möglich bzw. nach bestimmten Zeitabständen. Und das führt mich auch direkt zu Tipp 4. Denn du solltest über deinen Zeichenprozess hinweg nicht nur verschiedene Haltungen einnehmen, sondern diese, wenn möglich, auch dynamisieren. Das heißt, wenn du sitzt, dann sitze nicht still, sondern wippe gern etwas hin und her. Oder wenn du stehst, verlagere dein Gewicht hin und her. Oder wenn es dir möglich ist, laufe vielleicht sogar mit Hilfe eines Laufbandes in geringem Tempo, während du zeichnest. Und ich weiß, das hört sich vielleicht erstmal etwas absurd an, ja, eine Bewegung ausführen, während man so etwas Präzises macht wie zeichnen. Aber glaube mir, es ist viel absurder, Leuten zu raten, was leider immer noch gemacht wird, still zu sitzen. Ja, das ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann, gerade auch in den Grundschulen und Schulen generell. Bewegung fördert das Lernen und Bewegung ist gesund, nicht still sitzen. Aber das nur am Rande. Und ja, eben auch bei so etwas Statischem wie dem Zeichnen kann man durchaus eine geringe Bewegungsamplitude einbauen. Denn wenn du nicht gerade millimetergenau zeichnen musst, wie etwa beim technischen Zeichnen, dann kann das für das Zeichnen selbst sogar förderlich sein. Einmal hilft es dir, lockerer in deinem Strich zu werden, da eben nicht jede Linie perfekt sitzen wird und auch nicht muss. Gerade für den Anfang von deinen Zeichnungen, also die Skizzenphase, ist das Gold wert. Es kann dir helfen, selbstbewusster und größer zu zeichnen. Und gerade im Stehen kannst du so auch öfter einmal von deinem Werk zurücktreten und wortwörtlich aus einer anderen Perspektive dein Werk betrachten, wo dir dann vielleicht auch andere Fehler auffallen, die dir so im normalen Stehen oder Sitzen nicht aufgefallen wären. Außerdem hilft es bei der Ideenfindung und das gleich doppelt. Denn Studien beweisen, Bewegung fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch deine Kreativität. Okay, du weißt, Bewegung ist wichtig. Aber wie genau setzt du das Ganze jetzt um? Das Gute ist, du musst nicht die ganze Zeit zappeln oder wirklich auf der Stelle laufen, wenn du das nicht möchtest, aber schon jede Sache, die dich irgendwie aus dieser verharrten Position bringt, dass du eben nicht stundenlang entweder sitzend oder stehend verharrst, ja, das ist schon Gold wert. Und ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, dass auch dynamisiertes Zeichnen funktioniert. Für das sitzende Zeichnen, egal ob digital oder traditionell, habe ich dafür in einen Sitzhocker, einen sogenannten Swooper, investiert. Ja, ist nicht gesponsert, ist einfach nur persönliche Empfehlung aus persönlicher Überzeugung.
denn dieser lässt sich 360 Grad neigen. Man kann darauf leicht bouncen. Ja, du siehst, ich kann darauf so leicht hoch und runter wippen. Und das ist super gut für die Bandscheiben. Ja, seitdem ich das nutze, merke ich wirklich, dass ich keine argen Probleme mehr im Rücken unten habe, so wie ich es viele Jahre zuvor mit normalen Bürostühlen hatte. Ja, die Wirbelsäule bleibt einfach häufiger in Bewegung und ohne Lehne und Armstützen, was vielleicht erstmal etwas komisch wirkt und vielleicht als Belastung, finde ich es eher eine Freiheit. Ja, man bekommt viel mehr Freiraum, sich zu bewegen. Und ja, das braucht am Anfang etwas Gewöhnung, aber man kann auch dann eben beim Zeichnen leicht hoch und runter wippen, beziehungsweise man muss eben immer wieder so ein bisschen sein Gewicht ausgleichen, sich verlagern, damit man auf dem Stuhl bequem sitzen kann. Und das ist eben der große Vorteil, dass man automatisch zum dynamisierten Sitzen quasi gezwungen wird. Und zusätzlich, was wohl bisher den größten Impact auf meine Gesundheit, Energie und generell mein Wohlbefinden hatte, ist, dass ich mir ein kleines Laufband zugelegt habe. Link übrigens dazu und zu dem Sitzhocker findest du in der Beschreibung. In Kombination mit meiner Tischerhöhung kann ich so nämlich nicht nur im Stehen arbeiten und zeichnen, sondern eben auch im Laufen. Und dadurch bekomme ich gleichzeitig viel mehr Bewegung in meinen Alltag. Ja, und das meine ich wirklich ernst, dass es eine Riesenänderung, positive Änderung bei mir bewirkt hat. Ja, weil ich arbeite im Homeoffice. Ich bin zuvor die letzten Monate, die letzten Jahre, trotz Anstrengung, ja, trotz zusätzliche Stunde spazieren, kaum auf 5000 Schritte pro Tag gekommen. Und das ist wirklich nicht viel. Und jetzt, mal im Vergleich, schaffe ich locker 10.000 Schritte im Schnitt. Ja, im Schnitt wohlgemerkt. Meistens komme ich sogar eher auf 15 bis sogar über 20.000 Schritte. Denn gerade wenn ich abends noch etwas lese oder Videospiele spiele zum Beispiel, dann mache ich das mittlerweile auch meistens auf dem Laufband. Ja, und klar, es benötigt etwas Umgewöhnung und so weiter, aber es funktioniert und dadurch habe ich mir so viel mehr Gesundheit in mein Leben geholt. Also ich merke die Änderung wirklich ganz krass. Und um aufs Zeichnen zurückzukommen, ja, ich kann das Laufband eben auch auf ein sehr geringes Tempo von zum Beispiel 1,5 Kilometer oder nur 1 Kilometer pro Stunde einstellen. Oder 2, also je nachdem. Man kann das so von, ich glaube, 0,5 bis 6 Kilometer pro Stunde einstellen. Die 6 habe ich noch nie verwendet. Wenn ich normal arbeite, also Skripte, Videos schneide und so weiter, dann stelle ich es meistens auf 2,5 und beim Zeichnen eben niedriger, sodass ich wirklich nur ganz kleine Schritte mache, aber es sind eben Schritte. Ja, und ich nutze es auch nicht immer, das muss ich auch dazu sagen beim Zeichnen. Gerade wenn ich aufnehme, kann ich das zum Beispiel nicht nutzen, ja, weil da ist mein Setup dann doch etwas zu aufwendig und zu wackelig. Das wäre dann nicht dafür geeignet, wobei ich da immer noch nach einer Lösung suche, um das vielleicht doch tun zu können. Gucken wir mal. Aber das ist ja für dich jetzt auch nicht relevant. Ja, wenn du normal zeichnest, dann wirst du ja auch das nicht aufnehmen, sondern du wirst halt einfach nur zeichnen. Und dementsprechend könntest du das auch in deinen Workflow oder generell in deine Arbeitsumgebung integrieren. Nicht nur für das Zeichnen, aber eben auch dafür. Denn das ist wirklich, ich kann es nicht oft genug betonen, so eine wertvolle Investition. Und ja, das alles, gerade das Laufband, ist natürlich nicht ganz billig. Da bin ich ehrlich mit dir, klar. Aber ich denke, der Wert, den es liefert, ja, dass es einfach deine Gesundheit bewahrt und nicht nur bewahrt, sondern eben auch fördert, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist. Wenn du auch im Homeoffice beispielsweise arbeitest, dann hast du das mehr als wieder drin vom Wert her, finde ich. Also deine Gesundheit sollte es dir wert sein, da hinein zu investieren. Und schließlich mein letzter, fünfter Tipp für mehr Ergonomie beim Zeichnen lautet: Auch wenn du noch so viel deine Haltungen variierst und vom Sitzen ins Stehen wechselst und so weiter, solltest du trotzdem deine Zeichenpausen nicht vergessen. Denn auch deine Zeichenhand, dein Arm, deine Augen und einfach auch dein Kopf benötigen zur Aufrechterhaltung ihrer Funktion regelmäßig Pausen.
Vor allem deine Sehnen im Handgelenk können leicht überlastet werden. Und ich spreche auch hier aus Erfahrung, wenn ich sage, du willst wirklich keine Sehnscheidenentzündung bekommen. Das hatte ich oft genug und es ist wirklich kein schönes Erlebnis. Zumal das vor allen Dingen auch chronisch werden kann, bis zu einem Punkt, wo du dann nicht mehr zeichnen und auch sonst nichts mehr mit deiner Hand tun kannst und operiert werden musst. Das ist so eine Berufskrankheit von Zeichnern, die durch mehr Pausen und entsprechende Bewegung aber durchaus der vorgebeugt werden könnte. Also bitte einfach öfter weg mit dem Stift und irgendetwas anderes tun. Und was dieses andere Tun genau bedeuten könnte, dafür hier auch ein paar kleine Tipps. Du könntest dir ein Glas Wasser holen und es trinken. Du könntest kurz an die frische Luft gehen, eine kleine andere Sporteinheit absolvieren, dich dehnen, vor allem dein Handgelenk etwas dehnen, meditieren und nichts tun, deine Augen schonen oder auch trainieren und. Das sind zumindest die Dinge, die ich in meinen Pausen tue. Aber egal, was du am Ende tust, Hauptsache, du belastest die zuvor genannten Körperteile nicht mehr und entspannst sie. Und machst eben wirklich regelmäßig Pause. Und mit regelmäßig meine ich wirklich jede Stunde eine kleine Pause oder spätestens, / mindestens, nach jedem deiner Zeichenblöcke. Wie vorher gesagt, solltest du nicht länger als 1 bis 3 Stunden in einer Position verharren. Und den Wechsel dieser Position kannst du direkt als Anlass für eine Pause nehmen. Das heißt, bevor du zum Beispiel vom Sitzenden ins Stehende zeichnen oder arbeiten nach 1 bis 3 Stunden wechselst oder umgekehrt, machst du einige Minuten Pause wie beschrieben. Ich arbeite, wie gesagt, aktuell meist in 1-Stunden-Blöcken mit der Pomodoro-Technik. Das heißt, 50 Minuten Arbeit oder Zeichnen, dann 10 Minuten Pause und danach weiter mit dem nächsten Intervall. Manchmal, bei anstrengender Arbeit, mache ich aber auch nur ein 25-Minuten-Intervall und 5-Minuten-Pause. Und das Ganze dann 3 bis 4 Mal, bis ich eine größere Pause mache. Aber das kannst du takten, wie du willst. Nur ein Tipp, länger als 15 Minuten solltest du deine kleinen Pausen nicht halten. Meiner Erfahrung nach sind 5 bis 10 Minuten dafür oft der Sweet Spot. Denn sonst kommst du leichter aus dem Arbeits- bzw. Zeichenrhythmus raus und es ist dann schwerer, wieder reinzukommen. Das also zu den Most Basic Tipps für mehr Ergonomie beim Zeichnen. Wenn du noch mehr Tipps dazu haben möchtest, noch weiter ins Detail gehen möchtest, dann schau dir, wie gesagt, meine Kursreihe Zeichnen lernen mit der S-Methode an. Darin gehe ich noch weiter ins Detail und erkläre dir ganzheitlich, wie du nicht nur ein technisch hervorragender Zeichner wirst, sondern auch ganzheitlich erfolgreich wirst und bleibst. Zum Beispiel eben auch hinsichtlich deiner Gesundheit. Und nochmal der Hinweis, das Ganze kannst du auch kostenlos testen über mein Zeichner-Kit. Der Link ist in der Beschreibung. Okay, ansonsten war es das aber auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, hinterlasse bitte ein Like und abonniere auch diesen Kanal, um zukünftige Kreativtipps, Zeichentutorials und mehr nicht zu verpassen. Und ansonsten gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald!